Mit freundlicher Unterstützung Oberbank, nicht wie jede Bank. Einer der bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit ist nicht nur Stargast der ersten Musikrose in Gmunden, sondern er hatte auch die Idee zu diesem Projekt. Das ist ja auch der Humus, auf dem ich auch gewachsen bin. Und deshalb finde ich das wahnsinnig wichtig, dass Leute zusammen miteinander musizieren. Und wenn man dem ein bisschen einen Schub verpassen kann, dann sollte man das machen. Und ich bin ganz erstaunt und auch sehr happy, wie das anfängt und aufgeht. Diese tolle Initiative ist ja seine Idee, Hausmusik eben in die unterschiedlichen Gemeinden der Kulturhauptstadt zu bringen und Musik erleben zu können. Die intime Hausmusik, die zu Hause stattfindet, findet jetzt in Gmunden coronabedingt an öffentlichen Plätzen statt. Und wir freuen uns riesig und hoffen, dass das Wetter heute gut hält, dass wir alle Musiker heute hier feiern können. Und das Wetter hat auch gehalten und dem Publikum ein Gefühl der Aufbruchstimmung und des Miteinanders vermittelt. Ich finde einfach das Kommunizieren miteinander über Musik, wo keiner von vornherein Recht hat, sondern man muss aufeinander eingehen, man muss dem anderen Raum lassen. Also das ist eine wahnsinnig kultivierte Art und Weise, miteinander umzugehen. Und deshalb finde ich gerade sowas wie Hausmusik, finde ich was unglaublich Schönes und Wichtiges. Es ist eine Kombination von regionaler Kunst, Kultur und Musik mit Geselligkeit, Miteinander, auch Kulinarik. Und das ist jetzt in Zeiten der Aufbruchstimmung natürlich auch für die Gmundner Innenstadt und für das kulturelle Leben sehr, sehr lohnend und erfreulich. In Gmunden erfolgt der Startschuss für das Projekt, das bis 2024 alle Gemeinden der gesamten Kulturhauptstadtregion erfassen und verbinden soll. Das war immer eine Gegend, wo nicht nur Musiker herkommen sind, sondern ein Gustav Klimt und wie sie alle heißen, Dichter, Maler, Komponisten. Das war einfach eine große Inspiration, die Schönheit dieser Gegend. Es ist vor allem eine superschöne Idee, Musik niederschwellig zugänglich zu machen, auf besonderen Orten, Plätzen, Haushalten auch, und wirklich eine schöne Idee von Franz Welser-Möst.